Klare Ziele. Wir brauchen eine Richtung, einen Wegweiser und einen Grund bzw. ein Motiv. Kontrolle. Wir fühlen eine enorme Kraft in uns und merken, dass wir etwas Schönes zustande bringen. Einsatz bestimmter Fähigkeiten. Unsere Fähigkeiten müssen zu den Herausforderungen passen. Je stärker Sie Ihre Fähigkeiten entwickelt haben, umso mehr Flow können Sie erleben. Totale Konzentration. Sorgen und Probleme werden ausgeschaltet. Auch die Sorgen um das eigene Ego verschwinden. Wie die um Erfolg oder Misserfolg. Wir leben in der Gegenwart. Überschreiten der eigenen Grenzen. Wir erleben, wie wir Teil eines Größeren werden. Der Bergsteiger wird Teil des Felsen. Das Team des Chirurgen wird zu einem Organismus. Durch diesen Aspekt wird Arbeit fast zu einem mystischen und spirituellen Akt. Feedback. Wir fühlen sofort, wie erfolgreich wir handeln. Wir haben das Gefühl, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, das Richtige zu tun. Verändertes Zeitgefühl. Minuten dehnen sich, Stunden schrumpfen zu Minuten. Die Zeit verändert sich bzw. sie löst sich auf. Autotelisches Erlebnis. Auto bedeutet selbst, Telos das Ziel. Wir tun eine Sache um ihrer selbst willen. Ich glaube fest, dass Wohlstand und Glück unser Geburtsrecht sind. Es ist in jedem von uns. Aber wir müssen etwas dafür tun, um es in unserem Leben sichtbar zu machen. Und das hat mit Anstrengung zu tun. Aber wenn wir erst einige Male Flow erfahren haben, werden wir danach im positiven Sinne süchtig. Wir wollen uns dann einfach nicht mehr mit weniger zufrieden geben. Wir fordern dann unser Geburtsrecht immer stärker ein. Besonders erfüllten Menschen ist es gelungen, ihr ganzes Leben zu einer einzigen Flow-Erfahrung umzuwandeln. Alle Teile ihres Lebens fügen sich dann zusammen und alle Aktivitäten ergeben einen Sinn. Aber was ist Sinn? Was würden Sie tun, wenn Sie alles Geld und alle Zeit der Welt hätten? Wenn Sie sich diese Frage immer wieder stellen, werden Sie irgendwann die Antwort finden. Und dann werden Sie feststellen, dass Sie genau das Geld und genau die Zeit haben, die Sie jemals brauchen werden. Es gibt etwas in jedem von uns, das kein anderer hat. Es gibt etwas, das Sie tun können, das kein anderer tun kann. Finden Sie es heraus und pflegen Sie es. Sie werden niemals beruflichen Schiffbruch erleiden, wenn Sie das tun, wozu Sie bestimmt sind. Das kann natürlich wie ein Hohn klingen für Menschen, die gerade schwere Zeiten durchmachen. Allerdings möchte ich solchen Einwänden zweierlei entgegenhalten. Ich glaube, dass früher oder später jeder von uns schwere Situationen durchlebt. Niemand wird davon verschont. Wer also denkt, mir geht es schlechter als den meisten anderen, der täuscht sich meist selbst. Es ist wichtig, dass wir die Schwierigkeiten, in denen wir stecken, nicht als Ausrede missbrauchen. Erfolgreiche Menschen führen nicht deshalb ein würdevolles und sinnvolles Leben, weil sie keine Schwierigkeiten hätten. Sie sind glücklich, obwohl sie schlimme Zeiten erleben.